So, Haude, Freunde, da sind wir wieder zusammen bei South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Hier sind wir stehen geblieben und die Leiter ist nach unten gerutscht. Aber mit Trick 17 weiß ich jetzt, wie man das beheben kann. Den eigentlichen Fehler. Einfach die Zeit zurückspulen und dann geht das relativ easy. So, dann kommen wir nämlich auch nach unten. Schon sind wir auf der anderen Seite. Oh, was ist hier drin? Schrott. Hier geht's auch noch lang. Aber wir können erstmal die Lama hier wegmachen mit Hilfe von Toolshed. Ach nee, können wir nicht. Das geht ja nur, wenn ein Generator in der Nähe ist. Nur mit einem Generator können wir die Kräfte von Toolshed einsetzen. Ich sehe aber keinen hier. Vielleicht kommt er hier hinten. Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Das stimmt mit dem italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrechersyndikat. Wer zum Henker ist das? Ich habe keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Kunstagram? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Okay, cool, danke, tschüss. Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier, nimm das. Ruf mich, falls nötig. Ich glaube, du wirst über Hilfe froh sein. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spast für einen Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scrambles finden, okay? Gut. Ich glaube, irgendjemand hat mich gerade probiert anzurufen. Aber ich ignoriere mal den Anruf mitten in der Aufnahme. Da muss man hart bleiben. Naja, wenn es wichtig ist, kann die Person ja nochmal anrufen. Und wenn es ganz wichtig ist, nochmal. Funktioniert, ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich, Kuhn. Er hat aber recht. Ihr nehmt das. Ich sehe hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn. Stabile Kiste hast du da. Nein. Hier. Wir können weitermachen. So. Gute Arbeit. Clever gelöst. Siehst du, manchmal braucht man einfach nur eine Kiste. Gar keine dämliche Superkraft. So eine Kacke. Stinkender Müll. Super. Habt ihr Scrambles gesehen? Oh, scheiße, Lava! Jetzt hör mal mit dem Scheiß auf, Chaos! Nicht Professor Chaos, sein Schurkenkomplize. General Disaster! Vorsicht, rote Haare! Wisst ihr, was Professor Chaos für diese Stadt plant? Hey, du und Butters übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abtreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Kante, pass auf! Lakaien, Vamanos! General Disaster.
Was ist das denn für ein Spinner schon wieder hier? Ihr habt keine Wahl, Kuhn-Freunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Verneig dich von... Auf den Rotschopf. Er hat ohne Ende Lakaien. Okay. Cool. Das hat man von zweiklassigen Lakaien. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Mammon aus Lakaien! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Dann machen wir mal die Doppelschraube. Da treffen wir gleich ein paar mehr Leute. Ja, die nehmen wir jetzt mal. Zack! Oh, lass dich nicht so vermöbeln! Dias, Niños, agáchense! Ach, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, wenn wir dazu kommen. Immer diese brutalen Einwanderer hier. Halt, Mensch, ganz Held! Los, Lakaien, das könnt ihr besser! Ober-Miniboss-Statusbericht! Vorsicht! Oh nein. Hauen wir rein! Das packst du, Wunderarsch! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das könnte brennen. Nein, nicht auf den. Und nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir weh tust. Erledige den Chip. Können wir nicht zurückspulen? Jetzt einfach mal gucken, was passiert. Lauf heim zu Mama, du Schwachmart. Mikroaggression. Schlag ihn. Lust auf eine Runde, Chaos? Du bist sowas von tot. Los geht's, Neuer. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Doppelschraube! Ja! Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Scheiße. Ich hab ihn schon getroffen, jetzt geht er auch noch. Reiß dich zusammen. Ja, bleib mal schön da drinnen. Dann werden die wenigstens auch mitgetroffen. Ach, die sind immun, aber. Langsam wird's kein sich zu ergeben! Da tut ja schon das Wortspiel weh. Pew, pew. Hab noch viel mehr Chaos auf Lager. Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig. Au, mein Kiel, die haben mir auf den Kiel gehauen. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Au! Ich frag mich, ob deine Actionfigur das auch könnte. Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder. Auf ins Gefecht! Hast du das gesehen, Meister? Los, Mundarsch! So, dann können wir den erstmal ausnocken. Die Superattacke haben wir auch. Ja, dann nehmen wir die. Dann treffen wir den hinten gleich noch mit. Den General Disaster. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Mechalakaien! Yes? Los, Mechalakaien, vamonos! Ach du Scheiße. Das sind die Special-Mexikaner hier. Die kriegen wahrscheinlich den doppelten Lohn. Mein Werkzeug ist bereit! Okay. Was ist denn das hier eigentlich? Heile und erfrische Verbündete, ja, würde ich gerne mal machen. Ich heile dich! Ich bin drin. Okay. Schützt einen Teamkollegen. Was hat er noch? Auf Dreieck. Ziehe Verbündete in deine Nähe und heile sie. Na, nee. Nur auf Angriff. General bekomme ich vielleicht mein eigenes Spin-off, wenn ihr ihn killt? Tu
Rotschild kann bei Bedarf gern noch mehr. Auf den Rotschopf, er hat ohne Ende Lakaien. Ach, der ist ja auch noch da. Jetzt wird's lustig. Erstmal den hier hinten auslocken. Oh, der hat ja auch noch so viel Leben. Puh, okay. Nicht so viel Zeit. Ja. Chaos spürt keinen Schmerz. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Ich folge dem Ruf des Chaos. Na ja. Ah. Stirb, mickriger Menschling. Du bist dran, Neuer. Die sind im Arsch. Kommen die auch wieder hoch? Hm. Scheiße, jetzt kommen wir gar nicht mehr. Kommen wir gar nicht mehr weg mit Kyle. Kite. An die Arbeit! Ja. Scheiße. Jetzt brennt er auch noch. Okay. Will hier jemanden heilen? Wie kommt. Gut, ganz in Ruhe. Das ist Kreis. Heile und erfrische Verbündete, ja. Oh, dann heilst du eben. Das echt beeindruckend ist. Dann heilen wir eben uns erstmal. Größten Scheißversager. Danke für das Feedback. Ja. Ein Lakai weniger, nur noch 843 übrig. Erledige den General. Vorsicht! Jetzt wird gekonnt. Jetzt können wir den hier hinten erstmal ausnocken. Ja. Diese Lakaien haben offensichtlich keine Chance auf den Sieg. Du kriegst gut, das hin. Da hinten kann uns die Lava nichts anhaben. Das ist schon mal gut, dass der da hinten die Ecke, dass er sich die Ecke ausgesucht hat. So. Wollen wir den kleinen Rotschopf hier angreifen? Lakaien, kommt her! Oh, nein. Noch mehr illegale Einwanderer. Okay. Komm mal hin. Warte mal, vielleicht heilen wir ihn erstmal hier. Ganz schön heiß. Oh, jetzt brennt er wirklich, weil ich da in die Lava gelaufen bin. Den Zorn von Humankind. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich große Scheiße. Dann raus aus der. Jetzt bin ich da auch hingelaufen. Ach nee. Steht's bereit? Hier kommt Kite! Gib's mir! Im Namen von Chaos wirst du vernichtet! Wieso musst du so in Arsch sein, dieser Erster? Ich bin der Schurke! Achtung, dramatischer Kuhn-Move! Okay, warte mal. Jetzt reicht's hier langsam. Dornflaschen nehmen wir jetzt hier. Wir brauchen mal Mr. Wolfslowskis Hilfe hier. Brennt er jetzt doppelt oder wenn ich meine, er brennt ja sowieso schon. Ist das nicht dann völlig egal? An ihn komme ich nicht ran. Was haben wir denn hier noch?
Macaroni-Bildchen haben wir nicht mehr. Okay, dann hier hinten erstmal auf ihn. Du haust echt ordentlich zu. Ich hol mal mein Werkzeug raus. So, jetzt nieder hier mit dem Rotschopf da. Holzschlitzer! Ja! Oh Mann, ihr verliert ja! Na, endlich. Toll, Level 60 Artefakt. Mann, 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 da habe ich immer mehr erwartet hier. Ich glaube, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment, Super Craig. Oh mein Gott, Super Craig. Super Craig, halt durch. Scheiße, ohne Kompressor kriege ich die Lava nicht weg. Halt durch, wir finden was, wo wir Toolshed's Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig, wir werden dich retten. Mach was, Toolshed. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt, schon vergessen? Schon okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig, wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn, aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein. Mein Leben zieht an mir vorbei. Dinge, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen Scheißkompressor. Meine Schuhe halten nur Reibungshitze aus. Was machen jetzt wir Kompressor nur? Was machen wir nur? Die Leiter hoch. Nee. Halte L2 gedrückt, um den... Naja. Das ist klar. Aber wir haben ja keinen Kompressor. Sandblaster? Was machst du da? Bist du irre? Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Wir haben genug Furzkraft. Glaub mal, Junge. So, nutze L und R, um die optimale Furzstärke zu ermitteln. Woher? Ah. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das macht seinen Arschloch. Was ist passiert? Der Neue hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Au. Schnappt euch Chaos. Ich versuche Super Craig zu stabilisieren. Au, fuck! Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Super Craig, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Oh Gott. Hey, das war echt cool. Der Arme. Können wir die Lava entfernen, wann wir wollen? Wir sind ein klasse Team voll Arsch. Wie bei Kill. Ach Quatsch, nicht Kill Bill. Pulp Fiction mit der Adrenalinspritze. Komm mit mir, Wunder. So. Haben wir schon ein Selfie mit ihm? Mit Toolshed? Nee. Ach, Stan Marsh. General Disaster? Bist du da? General Disaster? Sie sind alle verbrannt, oder? Scheiße. Ich weiß nichts von irgendwelchen Katzen. Stich ihn, Moskito. Oh, nein, ich weiß wirklich nichts. Au, Hanno, das ist super nervig. Das Stechen geht weiter, bis du singst, Disaster. Wo sind die Katzen? Hey! Captain Diabetes wird langsam sauer. Kann ich ihn auch mit foltern? Hey! Er schlägt immer alle drei. Na gut, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Ich glaube, das müssen wir auch. Genau hier hoch. So. Okay, Wunderarsch. Wir müssen auf dem Wassertuch, um ein bisschen Furz-Kur-Action zu machen. Vergesst es, Ordnungsfanatiker. Hier ist Chaoszone. Und stell den da mal ruhig. Der ist super nervig. Können wir den hier runterschleudern? Oh. Ja, tatsächlich. Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Wir müssen also irgendwie da hochkommen, anscheinend. Wir müssen einen Weg darauf finden und mit wir meine ich dich. Vielleicht mit dem Sandblaster nochmal? Toolshed ist da! Erstmal die roten Lego-Steine aus dem Weg furzen. So. Hä?
erstmal den losgelassen. So. Geschafft! Hä, ist doch hier eine Bruchstelle. So. Oh, das sieht nicht richtig aus. Nicht richtig? Doch, das sieht sehr richtig aus. Hast du deine Arschkräfte benutzt? Okay, das bringt uns etwas näher. Mach weiter. Putz uns mal in die Vergangenheit für noch einen Versuch. Dann war's doch nicht richtig. Okay. Ich furze uns mal in die Vergangenheit. Genau, hast du recht. Nette Zeit, hey! Da oben gibt's bestimmt einen tollen Ausblick, falls wir je hochkommen. Kommt der hier nicht hoch? Sieht doch so aus, als wenn der hier hochkommen soll. Okay. Verkackt! Hacke! Ja. Nette Zeit, Mann. Ey, das ist widerlich! Gott! Okay, also die beiden Bruchstellen haben wir erwischt und jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen. Ist das hier im Weg? Ne. Bringt's was, wenn wir die Zeit anhalten? Ne, eigentlich nicht. Nee. Das bringt leider überhaupt nichts. Nichts. Na, spielst du mit der Raumzeit fort, Genie? Mal runtergehen. Nee. Hier hinten geht's nicht weiter. Nee, wir müssen auf jeden Fall hier oben irgendwie auf diesen Turm rauf. Aber wie? Also diese Holzlatte dürfen wir anscheinend nicht kaputt machen. Kommt immer eine Fehlermeldung. Hier hinter kommen wir auch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier wieder? Nochmal zurückspulen? Nee. Nette Zeit. Aber wieso ist denn hier diese Bruchstelle? Oh, das sieht nicht richtig aus. Okay. Kannst du deine Arschkräfte benutzen, um das wieder zusammenzusetzen? Ja, ja. Nette Zeit, mein Gott! Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Wie kommen wir hier hoch? Wir müssen einen Weg darauf finden und mit wir meine ich dich. Ich hätte eigentlich gedacht, wir können jetzt hier hochklettern. Sieht aus wie so eine Art Leiter hier schon. Und dann da hochkraxeln, aber... Da oben gibt's bestimmt einen tollen Ausblick, falls wir je hochkommen. Das funktioniert irgendwie nicht. Er sagt gar nichts mehr, okay. Scheiße hier. Kommen wir da hoch? Wahrscheinlich total einfach, aber im Moment sehe ich es nicht. Lass den Kack! Okay, was können wir noch machen? Zeit zurückspulen bringt nichts. Diese Holzlatte dürfen wir nicht kaputt machen. Zumindest nicht jetzt, in der Reihenfolge anscheinend. Pausieren bringt nichts. Man kann hier nichts mehr kaputt machen. Hochklettern können wir auch nicht.
auch nichts weiter. Tasche. Nee. Nee, gut. Da werde ich mir nochmal Kopf zerbrechen drüber. Das gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Mal gucken, wie lange ich noch brauche für dieses atemberaubende, schwere Rätsel. Gut. Also, naja, mal gucken. Denn ich hoffe, ich schaffe das hier gleich nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.